Gruppenbild mit einem Helikopter, genauer gesagt Gruppenbild mit dem neuen H135 der ÖAMTC Flugrettung. Die zweimotorige H135 verfügt als erster Hubschrauber der ÖAMTC-Flotte über ein sogenanntes Helionics-Cockpit. Cockpit-Variante Helionics heißt, dass wir Informationsgewinnung haben in einer Ebene, die wir bis jetzt nicht gekannt haben. Es wird alles zusammengefasst in digitaler Form. Das heißt, es gibt keine einzige analoge Uhr mehr drinnen und wir haben zum Beispiel solche Features wie Schwebeautomatik. Also für uns richtig ein Top-Werkzeug. Wir wollen dort, wo wir tätig sind, auch Innovationsführer sein. Das betrifft natürlich auch die Flugrettung. Wir waren der erste Betreiber vor 2 Jahren in Österreich, der einen 24-Stunden-Betrieb gestartet hat. Mit der neuen Maschine hier haben wir ein weiteres modernstes Fluggerät, das für den 24-Stunden-Betrieb geeignet ist. Den Anfang der offiziellen Übergabe machten 2 Unterschriften im Goldenen Buch. Dann erfolgten symbolische Geschenksübergaben sowie das Aufbringen der ÖAMTC-Schrift am neuen Hubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung. ÖAMTC-Präsident Gottfried Wanitschek ist vom neuen Gerät, aber auch von der guten Zusammenarbeit zwischen dem ÖAMTC und der Firma Airbus beeindruckt. Ja, wunderbar. Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Wir arbeiten ja schon lange mit der Firma zusammen. Ich habe gerade gehört, seit 1983. Wirklich toll. Und der jetzige Hubschrauber hat wieder eine Technologieinnovation, eine riesige, nämlich einen Autopiloten, der sehr helfen wird. Auch zur Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen, die da fliegen. Dauernde sinnvolle Innovationen im Sinne der Sicherheit. Das ist einer der Grundpfeiler der Firma Airbus. In diese Entwicklungen fließen immer wieder auch Erfahrungen und Erkenntnisse der Kunden, wie zum Beispiel des ÖAMTC mit ein. Wir lernen vom ÖAMTC tagtäglich, wie unsere Produkte funktionieren. Wir erhalten Rückmeldungen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wir kriegen Ideen und Vorschläge, wie wir unsere Produkte verbessern können. Und die nehmen wir sehr gerne auf. Dafür sind wir sehr dankbar. Ab September wird der neue Hubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung, der rund um die Uhr eingesetzt werden kann, seinen Dienst voraussichtlich in Niederösterreich antreten.